Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dead by Daylight Basic Survivor. Wir haben heute Talita Lyra am Start. Talita Lyra vergisst auch an dunklen Orten nicht zu träumen und nicht einmal der Nebel kann ihren grenzlosen Mut brechen. Ihre Tage als Drachenkämpferin mögen vorbei sein, aber Kreativität und Charme zählen immer noch zu ihren Stärken, auch wenn sie von Zeit zu Zeit gern einen Wettkampf aus gewissen Situationen macht. Ihre Hintergrundgeschichte. Dank ihrer Leidenschaft für den Drachenkampf, einem Hobby, das sie mit ihrem Bruder Renato teilte, wurde eine Modelagentur auf Talita Lyra aufmerksam. Es dauerte nicht lang und Talita stand im Rampenlicht und vermisste die Gemeinschaft, die sie zurückgelassen hatte. Sie wollte zurück zu ihren Wurzeln finden und nutzte ihre Einnahmen, um gemeinsam mit ihrem Bruder Fun Kids Rio zu eröffnen. Nach einem Turnier entdeckten sie eine Drohne am Himmel, die ihren Kampfgeist weckte. Wer sie runterholt, gewinnt. Hätte sie nur geahnt, was sie diese Wette kosten würde. So, sie kam mit der Schädelhändlerin zusammen und hat auch noch drei einzigartige Perks. Und zwar, dieses Talent wird aktiviert, wenn du während einer Jagd einen hastigen Sprung ausführst. Wenn dieses Talent aktiviert ist, sind deine hastigen Sprünge für bis zu 6 Sekunden nicht zu hören. Ein erfolgreicher hastiger Sprung während dieser Zeit setzt den Timer zurück. Dieses Talent hat eine Abklingzeit von 45 Sekunden. Teamwork, starkes Duo. Nachdem du einen Überlebenden geheilt hast, bewegt ihr beide euch 5% schneller. Dies gilt, solange du nicht weiter als 12 Meter. Ich hätte vielleicht doch noch ganz kurz warten sollen, bis ich bereit drücke. So. Dies gilt, solange du nicht weiter als 12 Meter von dem von dir gehaltenen Überlebenden entfernst oder bis einer von euch einen Gesundheitsstatus verliert. Teamwork starkes Duo kann nur einmal alle 140 Sekunden ausgelöst werden. Der Effekt Teamwork starkes Duo kann bei einem Überlebenden immer nur einmal aktiv sein. Wettkampf unter Freunden. Dieses Talent wird aktiviert, wenn es dir gelingt, zusammen mit mindestens einem anderen Überlebenden die Reparatur eines Generators abzuschließen. Du und andere Überlebende, die zusammen mit dir die Reparatur abgeschlossen haben, erhalten für 75 Sekunden eine um 5% erhöhte Reparaturgeschwindigkeit. Das passt ja jetzt, weil ich ja immer noch 13 Sekunden kooperative Aktivitäten ausführen muss. Ich hatte auch die Blutpunkte ausgegeben, die wir vorhin gesammelt hatten, als ich die anderen 5 aufgenommen hatte. Und zwar für David, den habe ich jetzt schon auf Prestige 5. Und dann gucken wir mal, weil für was anderes, das, neue DLC, da hatte ich euch ja vorhin schon einen Beitrag hochgeladen. Das kommt ja erst in 2 Wochen raus. Und bis dahin haben wir ja locker wieder ein paar Blutpunkte. Was ich dazu schon sagen kann, ist, es kommen ja 2 neue Survivor und ein neuer Killer. Was ich sehr, sehr cool finde. Es gibt ja schon welche, die den auf dem PTB gezockt haben. Richtig cooler Killer auf jeden Fall. Also, die haben sich da echt was einfallen lassen. Auch die Map, die sie gemacht haben und die 2 Survivor, was die für Sachen haben, das ist schon echt richtig, richtig cool. Zumindest kann man, irgendwie hatte ich das gehört, dass man sogar 5 neue Survivor sozusagen hat. Man hatte sich direkt 5 Survivor am Start, sondern gibt es wieder, ich glaube, dass sie das so meinten, wie die das auch zum Beispiel bei den Resident Evil Charakteren gemacht hatten. Oder bei Chevelle zum Beispiel, die kann man ja auch noch als jemand anderen sozusagen spielen. Oder wie wir es letztens mit Steve gemacht hatten. Steve hatten wir ja dann auch ein Outfit geholt gehabt, wo er ja dann als Jonathan Byers ja dann gespielt werden kann. So, die anderen beiden machen gerade nichts. Und dann bin ich auch schon mal gespannt, welchen Killer wir haben und ob der gleich zu uns kommt. Ja, also auf jeden Fall werden wir dann auch eine Menge Blutpunkte brauchen, aber das sollten wir locker schaffen, sage ich jetzt mal. Dass wir genug Blutpunkte haben, um das für die auszugeben. Ich meine, wirklich viel bringen tun die Blutpunkte ja wirklich nur, wenn man. Ist der Killer vielleicht auch AFK? Weil der macht ja gerade gar nichts. Oder haben wir. Ah, wir haben Chucky. Okay, er ist hinter Dwight her. Guck nur ganz kurz, hier ist kein Totem. So, jetzt kriegen wir 5% Reparaturgeschwindigkeit. Und dann mal gucken. Ich glaube, wenn der. Weil, wie gesagt, Dwight wird ja gejagt. Ich sehe es gerade nicht richtig.
Aber wir haben ja dann gleich schon den zweiten Generator fertig, denn die Feng Min sitzt auch schon an dem Gen. Dwight wird jetzt auch gerade nicht mehr gejagt. Jetzt wird Feng Min sogar gejagt, okay. Ich weiß nicht, manchmal braucht man ja auch eine gewisse Zeit. Was möchtest du denn? Ich werde hier auf jeden Fall nicht weggehen. Auf jeden Fall braucht man ja auch manchmal eine gewisse Zeit, dass man sich erstmal im Spiel richtig einfindet und überhaupt mal einen Survivor findet. Ich kenne das ja selber. Okay, die Rebecca will anscheinend nicht mit uns zusammenarbeiten weiter. Aber sie sitzt jetzt auch an einem anderen Gen. Das ist gar nicht so übel, weil dann kriegen wir die Runde auch schneller durch. So, 5% Bonus zählt noch ein bisschen. Haben ja auch noch nicht die Hälfte erreicht. Oh, ich habe am Generator verkackt. Ja, das ist klar, dass er jetzt zu uns kommt. Das ganze Problem ist nur, ich bin sowieso nicht die Beste im Abhauen. Und da kann auch ein Killer-Anfänger bei mir viel ausrichten. Okay, er ist weg und dann können wir noch mal ein bisschen von unserer Fähigkeit. Mann! Möchte gerne den Generator weitermachen. Aber er hat den Generator auch nicht kaputt gemacht, ne? Manchmal ist man noch einfach viel zu gierig. Ah, Schweiz sein Gen geht gleich an. Von der anderen geht der Generator jetzt auch an. Und unserer wird auch gleich angehen. Oh ja, die fängen. Sehr schön, Rebecca kommt mit zu uns. Was macht der denn jetzt? Ah, das ist jetzt bestimmt so einer, der jetzt der Meinung ist, hey komm, wollen wir nicht doch eventuell ein bisschen farmen. Aber nicht mit uns. Das hätte er sich früher überlegen müssen. Aber naja, gut, ich kenne das ja selber, wenn man dann einen Killer spielt, den man ja auch noch gar nicht so oft gespielt hat und dann am Ende findet man niemanden oder hat halt überhaupt gar keine Chance und so, das ist dann auch voll mies. Und dann, ja, gibt man halt dann auch irgendwann auf und hat keinen Bock mehr auf die Runde, das kann ich voll und ganz verstehen. Ich würde jetzt trotzdem ungern aufmachen. Eigentlich, falls er... Achso, Fangman steht, okay. Falls er nämlich Blutwächter dabei hat. So, ich werde jetzt gucken, dass wir eventuell noch das Totem hier schaffen. Und dann würde ich auch rausrennen. Ich möchte die anderen jetzt nicht zwingend noch aufhalten oder den Killer aufhalten, eine neue Runde zu suchen. Aber finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schade, weil wir jetzt gar nicht mal so viel davon gesehen haben. Da kommt der Dwight. So, und wir sind raus und haben auch ihren Erfolg freigeschaltet. Geschickte Talita. So, der Dwight ist auch rausgerannt. Aber er hat ihn schon relativ gut gelevelt. Und er hat das so ein Outfit für ihn. Na gut, wer weiß, vielleicht hat er ja auch irgendwie anfangs Probleme gehabt oder so und konnte nicht spielen. Ich hatte ja die letzten 2 Tage, als ich ein bisschen Killer gespielt hatte, hatte ich auch ab und zu mal Probleme oder dass auch mal das Spiel gecrashed ist. Auf Fangman, lauf doch jetzt einfach raus. Ich möchte gerne bei den Perks sehen. Ja, er will auch einfach nur, dass sie rausrennt. So, hat er denn irgendwas dabei gehabt? Er hatte Mori dabei. Heimtückisch. Fluch, zum Spielen gehören immer 2 Freunde bis zum Schluss und Batterien enthalten. Also der hätte uns auf jeden Fall fertig machen können.
Gar keine Frage. Naja, gut. Aber wir haben wenigstens unsere Aufgabe erledigt. Das ist auch schon mal ganz gut. Dann können wir nämlich in die nächste Runde mit einer anderen Aufgabe starten. So. Verdient ihr 100.000 Blutpunkte? Und dann haben wir sogar für die Survivor gar nichts mehr. Das heißt, wir müssten dann mal Killer spielen. Da haben wir ja sowieso noch den Ritter, die Schädelhändlerin und die Singularität. Und dann muss ich einmal beginne eine Jagd mit 8 verschiedenen Überlebenden. Töte einmal das Ziel der Besessenheit auf beliebige Art. Zerstöre 15 Mauern, Paletten oder Generatoren. Strecke zweimal einen Überlebenden nieder, nachdem du maximal 60 Sekunden vor bereits einen anderen Überlebenden niedergestreckt hast. Okay, das könnte man eigentlich mit aufgezehrter Hoffnung verbinden. Dann könnte man das schaffen. Das mit dem Doktor kann man eventuell auch schaffen, wenn die Überlebenden alle zusammenspawnen. Das mit der Glyphe, dafür bräuchte man eigentlich schlechte. Also ich sag mal so, man könnte alle Aufgaben schaffen, aber da werde ich mich, glaube ich, schwer haben. Strecke jetzt die Künstlerin zwei Überlebende nieder, der die von einer Düsterkrähe verletzt wurden. Ja, das muss ich, das werde ich aber, glaube ich, offscreen machen, weil für. Nee, die waren es nicht. Für die beiden Aufgaben habe ich auch relativ lange gebraucht. Aber naja, gut, dann war's das mit dieser Folge. Ist eine relativ kurze Survivor-Folge geworden. Und dann sehen wir uns bei Talitas Bruder wieder. Bis dann, ciao, ciao.